Ich bin begeistert, dass Gott Menschen benutzt, um sein Reich zu bauen. Wir haben das letzte Jahr wieder erlebt, dass wir tun unsere paar Fische und paar Brote reingeben und Gott ernährt geistlich Menschen überall auf kleine und große Weise. Und das mitzuerleben und dabei zu sein, ist für mich das Größte. Und da bin ich extrem dankbar für. Es ist einfach unfassbar schön zu sehen, wie viele Mitarbeiter es hier gibt, die einfach die Liebe zu Jesus teilen. Und das ist etwas, was nicht von dieser Welt ist. Man könnte tausend Dinge nennen, viele schöne Dinge erlebt im Dienst, viel multipliziert und ja, gesehen, wie Gott einfach wirkt und wie sein Reich wächst. So eine christliche Familie, so eine geistliche Familie, dass du hier mit jedem reden kannst, du kannst mit jedem beten, du kannst mit jedem Jesus feiern und das feiere ich gerade richtig. Mit Jesus, für Jesus, durch Jesus. Mich hat in diesem Jahr begeistert, dass wir ein neues TV-Format auf den Weg bringen werden im neuen Jahr, Rise and Shine. Und ich bin gespannt, was Gott dadurch machen wird. Ich bin total dankbar dafür, dass Gott uns einen neuen Weg gezeigt hat, wie wir Menschen ausbilden können mit Kairos University. An der Stelle, wo wir überlegt haben, ob es überhaupt noch weitergeht, hat sich etwas ganz Neues entwickelt und ich bin total fasziniert von dem, was sich da tut. Ich bin dankbar, dass wir ein neues Freiwilligenprogramm entwickeln dürfen, was nächstes Jahr an den Start geht. Da dürfen junge Leute hier dienen, aber gleichzeitig bieten wir ihnen viele Möglichkeiten, um geistig zu wachsen. Am meisten bewegt hat mich eigentlich ein Kind, was durch die Freizeit irgendwie zu seinen Eltern abends gesagt hat, wir müssen jetzt beten, ich will jetzt in der Bibel lesen, obwohl die Eltern überhaupt nicht aus dem christlichen Hintergrund kamen. Und deshalb machen wir die Arbeit und das fand ich total cool. Ich bin dankbar, dass bei Neues Leben die Arbeit mehr ist als nur Arbeit, dass sich viele Freundschaften auch bilden unter den Kollegen und dass es wirklich eine angenehme Arbeitsatmosphäre ist. Zu sehen, wie Jesus die Arbeit hier trägt und immer wieder Wunder schenkt und immer wieder Menschen schenkt und immer wieder Möglichkeiten schenkt, die wir nutzen dürfen. Gott wollte die Welt nicht ohne dich und mich. Er gebraucht uns, um sein Reich sichtbar zu machen. Lass dich weiterhin gebrauchen, bete für neues Leben und die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und dass wir kraftvoll und versorgt diesen wichtigen Auftrag kreativ, mutig und entschlossen in die Tat umsetzen.